Wolfgang Wiele, wie ist der Wahlkampf bisher aus Sicht der AfD in München gelaufen? Wir sind in München sehr aktiv unterwegs, haben sehr viele Plakate auf der Straße und setzen uns auch zur Wehr gegen die Versuche der anderen Parteien, uns aus dem Wahlkampf draußen zu halten. Wir sind aktiv draußen auf der Straße, wir sind aktiv im Netz, wir sind präsent und wir hoffen auf ein gutes Ergebnis. Was sind die Sorgen der Bürger an den Infoständen? Was bekommen Sie damit? Wir hören sehr viele verschiedene Themen. Häufig geht es um Verkehrsfragen. Kann man im Stadtviertel noch parken? Was passiert an solchen Stellen wie der Fraunhofer Straße, wo die Parkplätze weg sind? Können da die Einzelhändler künftig noch was verkaufen? Das soll noch an viel mehr Straßen in München passieren. Auch ganz viele örtliche Fragen, Bauprojekte und uns begegnet uns sehr, sehr viel. Und was haben Sie für Konzepte, um diese Probleme in den Griff zu bekommen? So, wir fangen damit an, dass wir in München mehr Demokratie einführen wollen. Wir wollen vor den entscheidenden Weichenstellungen der Münchner Politik, der Münchner Stadtpolitik immer einen Bürgerentscheid durchführen, den der Stadtrat vom Rathaus aus initiieren soll. Das heißt, wir wollen nicht, dass die Bürger Unterschriften sammeln müssen. Wir wollen, dass das Rathaus selber diese Fragen dem Bürger zur Abstimmung stellt. Und wir wollen mehr Demokratie auch in anderer Weise einführen. Wir wollen haben, dass alle demokratischen Parteien freien Zugang zur Öffentlichkeit haben, dass wirklich alle Meinungen in die Diskussion einbezogen werden, denn so entstehen in der demokratischen Diskussion die allerbesten Ergebnisse. Aber die Ausgrenzung ist ja immer noch sehr stark, was die AfD anbelangt. Ich kann mir vorstellen, Sie werden ganz große Schwierigkeiten haben, Räume zu bekommen für Ihre Veranstaltung. Wir arbeiten genau daran. Deshalb ist unsere Forderung auch, dass die Stadt selber Räume zur Verfügung stellen muss für alle demokratischen Parteien, damit Artikel 8 des Grundgesetzes, die Versammlungsfreiheit, nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch wirklich gelebt wird. Jetzt haben wir heute hier bei dem Infostand auch Stände der anderen Parteien, CSU, SPD, Grüne, in unmittelbarer Nähe erlebt. Und es ist ja relativ spannungsfrei verlaufen. Kann man davon sprechen, dass es so langsam sich etwas normalisiert oder ist immer noch ziemlich viel Feuer unter dem Dach? So, politischer Wettbewerb ist natürlich immer da und da kann man auch mal nebeneinander stehen. Das ist zum Glück so, dass dann, wenn man sich persönlich, menschlich begegnet, diese Feindbilder, die die anderen Parteien momentan malen, eigentlich in sich zusammenbrechen. Wir erleben das auch, wenn Leute zu unseren Informationsabenden kommen und dann sich die Augen reiben und feststellen, das sind ja gar keine solchen komischen Leute, wie sie immer dargestellt werden, sondern die AfDler sind Herrschaften so wie du und ich. Seit Hanau ist ja die Hetze bundesweit sehr groß geworden. Haben Sie es auch erlebt, dass hier Stände attackiert werden von der sogenannten Antifa und viele Plakate zerstört wurden? Die Plakatzerstörung ist sehr intensiv und auch an Infoständen kommen organisierte linke Gruppen vorbei. Das spürt man aber, dass das kein Zufall ist, sondern eben organisiert zum Teil auch von Leuten, die wahrscheinlich mit städtischen Geldern in München subventioniert werden. Und wir merken, dass diese Aufhetzung, die jetzt gegen die AfD gemacht wurde, gerade nach Hanau, dazu führt, dass sich manche Leute legitimiert fühlen, die demokratischen Regeln zu übertreten und gegen die Freiheit im politischen Wettbewerb sich zu stellen. Und was erhoffen Sie sich vom Wahlergebnis? Was meinen Sie, was ist realistisch für die AfD? In welche Bereiche kann sie hier in München, in dem traditionell rot-grün-linken München vordringen? Wir hoffen auf einen guten vierten Platz auf jeden Fall, in der Gegend bis 10%. Und dadurch haben wir dann ein festes Standbein, Standbein des gesunden Menschenverstands im Münchner Rathaus und können dann die Meinungen der Bürger dort vertreten, auch die Meinungen, die die anderen nicht hören wollen, die aber gerade jetzt auf den Tisch gebracht werden müssen. Haben Sie von den Bürgern auch Sorgen gehört in Bezug auf Überfremdung, Islamisierung, Parallelgesellschaften oder ist das in München eher nicht so das große Thema? So, diese Fragen sind da und im persönlichen Gespräch am Infostand hören wir das auch immer wieder. Wir merken auch, dass sich die Leute zum Teil nicht mehr trauen, das zu sagen. Und das halte ich für ein ausgesprochen bedenkliches Zeichen. Es gab schon im letzten Jahr Umfragen, die von Allensbach nicht zuletzt, die dargestellt haben, dass sich schon 2/3 der Bürger nicht mehr frei fühlen, bei bestimmten Themen ihre Meinung zu sagen. Und bei der jetzigen Inszenierung von politischem Druck
von den etablierten Medien aus wird dieser Prozentsatz noch weiter gestiegen sein und das merken wir auch. Okay, viel Erfolg für die Wahl. Herzlichen Dank.